Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Too Good To Go. Und zwar habe ich heute ein riesen Paket von Starbucks. Ich habe das Paket gestern für, ich glaube, 4,90 Franken, so circa 5 Euro bei euch in Deutschland, Österreich, geholt. Und ich möchte euch eben gerne mal den Inhalt zeigen, was ich alles für 5 Euro bekommen habe. Und die Qualität dieser Lebensmittel ist natürlich super wieder und irgendwie nicht abgelaufen oder so. Und genau, das zeige ich euch jetzt mal. Zwar habe ich mir einen Teller geholt, dass ich hier nichts dreckig mache, weil diese Too Good To Go, also von Starbucks, sind so in Einzelpaketchen drin in dieser Tasche und diese möchte ich euch eben jetzt mal zeigen. Ich greife einfach rein und nehme mir raus, was ich finde. Genau. Also wie gesagt, das ist jetzt so ein Einzelpaket. Genau, da seht ihr schon ein bisschen, was drin ist. Und zwar sind hier so einmal so ein Marmorcake mit Schoki-Überguss drauf. Genau, dann das zweite Mal schauen, ob es dasselbe ist. Genau. Zweimal Schoki-Cake, also Marmorcake mit Schoko-Überguss. Und das ist sehr lecker, Leute. Ich habe das schon mal probiert. Dieser Schoki-Überguss ist Bombe, wirklich. Also, das war mal das erste Paket. Dann ein eher kleineres Paket wieder. Mal schauen, was da drin ist. Zufall, okay. Hier ist auch noch mal ein Cake drin, aber das ist so mit Nüssen. Also ich glaube, das sind so Walnüsse drin und auch oben, genau. Ja, ich glaube Walnüsse, riecht sehr nach Walnuss. Aber ich freue mich drauf, noch nie dieses Cake probiert. War nur dieses Stück drin hier. Dann, was habe ich sonst noch? Dritte Paket. Jetzt denkt ihr so, okay, die hat nur Kuchen geholt, aber hier ist Zitronencake drin, mit auch Glasur drauf und ich liebe ja Zitrone, darum ich freue mich sehr auf diesen Cake. Oh, das riecht auch so toll, Leute. Oh, intensiv, wirklich. Mit Zitrone, so als wäre es gerade frisch gemacht worden. Dann, oh, das ist schon ein bisschen schwerer und ein bisschen größer jetzt, dicker. Und da sind Pancakes. Eins, zwei, drei, 4, 5 und 6. Genau, 6 Pancakes. Aber ja, genau, ihr könnt diese sicher auch vorwärmen irgendwie in der Pfanne oder so. Und dann schön mit Ahornsirup oder Schoki-Sirup diese zum Morgenessen oder als Dessert. Genau. Also das war das. Dann was habe ich sonst noch? Dann habe ich noch das. Das ist ein Tuna-Sandwich, Laugenzöpfchen mit feiner Thunfischfüllung. Also wirklich sehr lecker, Leute. Und ich weiß nicht, ob ihr schon Sandwiches von Starbucks hattet oder auch so Frühstück von Starbucks. Die sind immer super lecker und
Ja, ich denke mal, das ist etwas für meinen Freund. Er mag super so Thunfisch und so Laugenbrötchen. Laugenbrötchen mag ich jetzt nicht brutal, aber Fisch geht auch immer bei mir. Genau das. Nachher, das ist jetzt riesig, Leute. Fleischkäse Weckli, Sandwich au fromage d'Italie. Weizenbrötchen mit Senfmayonnaise, Fleischkäse, Eiern, Tomaten und Salat. Schaut euch dieses Sandwich an, Leute. Das ist riesig, als ich das gesehen habe heute. Krass, also so ein riesiges Sandwich habe ich noch nie gesehen. Und dass so viel Platz hat in so einem Weckli, hätte ich auch nicht gedacht. Genau, das ist dann, denke ich mal, ein bisschen für mich. Sicher nicht alles auf einmal, aber ja. Dann, was habe ich sonst noch? Genau, dann habe ich ein Vegan Berry Bircher. Veganes Müsli auf Kokosnussbasis, Haferflocken, Quinoa und Beeren. Auf Sauerkirschen, gekrönt von Kürbiskernen Müsli. Schaut euch das an. Die Farbe ist so schön und das sieht so lecker aus hier an der Seite. Seht ihr's? Also wirklich ein Kunstwerk. Und da ich ja ein bisschen sensibel auf Milch bin, also ich glaube, ich habe Laktose und darum ist das super. Also sicher vielleicht so ein Zmittag oder Znacht wird das sicher von mir sein. Genau, dann muss ich noch schauen, ob ich etwas habe, weil ich glaube, es ist bald fertig. Genau, es ist leer. Die Tasche ist leer. Wir haben es geschafft, Leute. Genau, ich habe euch ja gesagt, ich möchte euch gerne Too Good To Go von mehreren Anbietern zeigen, von mehreren Läden. Und das war jetzt eben diese von Starbucks. Und ich hoffe, dieser Haul oder wie man dem sagen will, dieses Zeigen von Too Good To Go Überraschungspacklist hat euch gefallen und ich freue mich schon bis zum nächsten Mal, Leute, und bis bald. Tschüss!